Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge der EM. Und ja Leute, ich habe gerade was herausgefunden, und zwar kann ich, wenn ich nicht zu zweit spiele, weil ich ja 24 Benutzer eingegeben habe, kann ich nicht wohl auswärts spielen, sondern ich muss die Heimmannschaft spielen. Heißt also in dem Fall, ich werde immer, damit ihr Bescheid wisst, die Heimmannschaft spielen. In dem Fall muss ich also Irland spielen. Heißt also, ich kann mir die eigentlich gar nicht aussuchen, sondern muss einfach immer mit den Heimmannschaften spielen. Außer, aber ich glaube, das wird nicht gehen, dass man zum Beispiel jetzt in der Johan Cruyff Arena spielt. Und dann hier die Seite wählt und dann rüber geht. Ihr seht, ich kann nicht rüber gehen. Ich kann nicht rüber gehen, Leute. Ich kann nur bei Irland bleiben. Also muss ich mit Irland hier spielen. In den grünen Trikots, Österreich in den roten. Aber das finde ich leider ein bisschen schade, dass das nicht wie in FIFA geht. Gut, ich hätte auch meine eigenen Gruppen und so aufbauen können. Das würde natürlich auch gehen. Aber dann spiele ich lieber mit den Heimmannschaften nur. Ist ja auch ganz in Ordnung. Da haben wir wenigstens nicht immer Streit. Und ich spiele immer mit unterschiedlicher. Heißt, wenn Deutschland dreimal auf einmal heim spielt, spielt Deutschland dreimal heim. Wenn Deutschland einmal heim spielt und zweimal auswärts, spiele ich nur einmal mit Deutschland. Dann kann man auch mir nicht sagen, ja, du hast immer mit den Nationalitäten gespielt, mit denen du unbedingt spielen wolltest. Und nicht mehr mit irgendeiner schlechteren. So, Irland ist ja jetzt eine schlechtere. Deswegen, ja. Irland auch hier, finde ich, der Außenseiter gegen die Österreicher. Aber wer weiß, Brady. Und Long natürlich im Sturm. Übrigens, ich habe nochmal nachgeguckt. Ich habe es leider in der letzten Folge komplett vergessen zu zeigen. Ich habe nachgeguckt. Es steht, Schwierigkeitsgrad steht auf Profi. Das gibt einen Foul. Ja. Und Arnautovic. Ja, klar ist, dass die Österreicher Druck machen werden. Und da ist aber keiner da. Und Randolph oder Randolph, der Torhüter macht es, Coleman. Ready. Wheelie. Coleman. Also die Irländer spielen ja, oder ich spiele mit Irland auf sicher. Das ist eigentlich meine, ja, wieso nicht? Meine Taktik ist eigentlich auf sicher versuchen zu spielen und die Österreicher dadurch versuchen, wenig Ballbesitz zu lassen und dass sie aus dem wenigen Ballbesitz was machen müssen. Das ist eigentlich mein Ziel. Viel Pass bei mir und dann irgendwann vielleicht mal eine Lücke haben. Das soll, ist eigentlich mein Ziel. Dass ich vielleicht dann irgendwann mal eine Lücke finde. Weil guckt euch, ja, und nicht solche Fehlpässe aber dann spielen sollte. Aber ich wollte gerade sagen, guckt euch mal an, wie Österreich hier reingedrückt wird, obwohl Österreich hier schon der leichte Favorit ist in dem Match. Das ist krass, dass sie sich da trotzdem so hinten reindrücken lassen. Und auch jetzt wieder, also da starkes Pressing von uns, von den Irländern. Da mussten die Österreicher den langen Ball spielen, aber bleiben im Ball. Es geht wieder hinten rum. Da hat man ja gerade schon gesehen, dass das ein bisschen risky ist mit dem hintenrum spielen. Deswegen frage ich mich, warum machen die das trotzdem immer noch? Ah, da kommen wir nicht in den Zweikampf. Und dann gibt es den Schuss der Österreicher. Aber ja, kann man es. Es war nicht ungefährlich, aber die große Gefahr war da jetzt auch nicht, muss ich ehrlich sein. Aber ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht gewesen, der Schuss. Coleman. Lol, Arnautovic oder Alaba, wer es weiß, ausgerutscht. Und das hat mich ein bisschen irritiert. Deswegen dieser Fehlpass, aber Ball ist wiedergeholt. Und Brady jetzt mit dem nächsten Aufbauspiel der Irländer. McLean oder McLean? Hendrick. Brady. Ah, versuch mal in die Mitte da zu spielen, aber hat nicht ganz geklappt. Oh, ich hab gewusst, der will nach oben spielen. Fuck. Hendrik. Ja, wir stellen uns natürlich auch hinten rein, wenn die Österreicher kommen. Ja, aber die machen viele Fehlpässe, finde ich. Also, die haben zwar gerade 90% gehabt, aber irgendwie, ja, kommt mir das nicht so vor.
Ballbesitz ist mittlerweile wieder bei Österreich mehr. Ja. Ja, Irland hat ein paar gute Ansätze, aber hat noch nicht den entscheidenden Schuss gehabt, mal hier eine Chance abzugeben. Und so sind wir gleich auch schon in der Halbzeit. Und jetzt kommt noch mal vielleicht eine Chance. Nein, kommt nicht. Hendrik, Brady. Ja. Ich bin zufrieden, wenn wir das hier erstmal in die Halbzeit mitnehmen würden, dieses 0-0. Mit Irland nun entschieden gegen Österreich. Ja, man muss sagen, Österreich macht auch nicht viel in dem Spiel. Also eher ein langweiliges Spiel. Es gibt keine Nachspielzeit sogar. Also das sagt ja schon, wie wenig Chancen es hier in diesem Spiel gibt. Und ja. Es geht in die zweite Halbzeit. Ja, Österreich hat gerade mal einen Schuss. Also Retalk, jetzt, sie haben einen Schuss und kein aufs Tor. Also es ist ein Schuss, das ist dieser, der wahrscheinlich da so daneben ging. Und mehr gab es in diesem Match einfach nicht. Ja, es ist mittelfeldlastig dann. Oder halt, eher gesagt, Fehlpässe sind dann auch noch so ein bisschen. Oder ja, einfach Zweikämpfe werden dann gewonnen. Ja, jetzt wie hier, dann ist einfach guter Zweikampf und bei uns fehlt einfach immer noch so ein bisschen die letzten 2-3 Pässe. Vielleicht ja jetzt mal Long. Long hat da ein bisschen Platz. Bringt mal eine Flanke. Oh mein Gott, der Österreicher köpft ihn aber ganz knapp neben das Tor. Und wenn man das als Chance sieht, war es dann mal die erste Chance für die Irländer. Die jetzt hier die Ecke bringen durch Brady. Richtung Long, Torwart ist da. Brady spielt aber nochmal in den Rückraum auf Stevens. Auf Whelan. Ja, da hätte ich schießen müssen. Das war dumm von mir, da hätte ich schießen müssen. Duffy, kriegt den Ball auch nicht richtig. Und das war ein starker Ball. Alaba, warum der auch immer im Sturm spielt, keine Ahnung. Alaba vertändelt auch den Ball. Aber ich muss sagen, die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit fangen doch schon mal nicht schlecht an. Also ich meine jetzt so von Aktion her, es sind ein paar mehr Aktionen schon allein jetzt in den ersten 10 Minuten als in der ersten Halbzeit komplett gefühlt. Jetzt Ball in die Mitte, Kopfball und Tor! Tor für Irland! Irland geht in Führung durch McLean. Und man muss ehrlich sein, da hat sich nichts angekündigt von. Aber klar, okay, wir hatten diese eine Chance damit Long nehmen, war es, keine Ahnung. Man muss sagen, es hat sich in dieser zweiten Halbzeit angekündigt, dass ein Tor fallen könnte. Die ersten 10 Minuten waren nämlich schon, ja, auf gar nicht mal so schlecht. Österreich mit einer fast guten Chance. Wir mit einer einigermaßen in Ordnung in Chance. Ja, also die ersten 10 Minuten waren ungefähr das, was wir in der ersten Halbzeit die komplette gesehen haben, nämlich einen Schuss. Und ja, jetzt geht's ab. Jetzt kommen die Irländer auch besser rein, finde ich. Ah, jetzt bleiben sie aber hängen. Und jetzt nicht nachlassen. Zumindest nicht die Irländer. Die Österreicher müssen ja eigentlich jetzt offensiver eher werden, denn man muss ehrlich sein, der Druck jetzt bei den Österreichern, weil ich finde, aus meiner Sicht sind hier die Irländer die Außenseite in dieser, nicht in dieser Gruppe, aber natürlich auch in dem Match. Und das ist, ja, Ball gespielt, glaube ich, war schon. Also kann man als nicht voll durchgehen lassen. Und mal gucken, wie die Österreicher reagieren. Wöber. Ja, Irland jetzt sehr tief bei diesem Angriff von den Österreichern. Lazaro. Ja, die Österreicher müssen sich die Lücke suchen und es gibt einen guten Freistoß aus einer guten Position nach 69 Minuten und die gelbe Karte. Aber man muss sagen, so gut die zweite Halbzeit gestartet ist, so schlecht wird die jetzt wieder irgendwie. Also jetzt wieder gerade kaum Chancen, wieder halt so mittelfeldlastig, viel Passspiel und so. Ja, aber jetzt gute Freistoßgelegenheit, hätte ich gesagt. Und ja, in die Mauer, oder an die Mauer blockt weg. Ball geht übers Tor. Ja. Und McLean, der Torschütze, geht raus. Für Huge oder so, oder Huge. Wöber.
Und zwei Irländer kommen direkt hinterher und machen Druck und holen sogar Einwurf für Irland raus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, gibt Einwurf Österreich, aber nee. Einwurf Irland. Und jetzt, das kann Irland natürlich jetzt entspannt spielen mit der Führung. Boah, das war auch eine starke Grätsche. Aus meiner Sicht auch kein Foul, also ja. Deswegen sage ich ja, dass das so eine starke Grätsche war, weil der war wirklich perfekt gedreht. Ja. Macht Österreich hier noch ein 1-1. Es sind noch 15 Minuten, also es ist noch Zeit. Duffy. Raus auf den Flügel, also auf die Rechtsverteidigerposition wegen der Flanke. Die kommt nicht gut. Österreich hält den Ball aber. Ja, die müssen mal schießen. Da ist er von David Alaba, der Schuss. Ah, nicht ungefährlich. Auch hier können wir uns nochmal anschauen. Aber ich meine, die hätten mal irgendwie hier schon schießen müssen. Da war eine richtige Lücke. Und auch der Schuss kommt zu spät. Man hätte aus meiner Sicht ins lange Eck schießen müssen. Also rechts von den, von hier aus jetzt links vom Torwart aus, von den Schützen her aus, rechts, ist meine Meinung. Es ist nur meine Meinung. Da war zweimal die Lücke da, um es zu versuchen. Und dann hat Alaba halt immer noch die Lücke. Aber die Lücke fürs lange Eck ist zu und dann geht halt nur noch das kurze. Und ja. Die Irländer kommen nochmal. Hendrik, nein. Ja, und so, so sah irgendwie auch gerade die erste Halbzeit aus. Ja. So wie jetzt gerade hier das Spiel aussieht, so sah auch die erste Halbzeit aus. Viel Ballbesitz. Österreich, die auch mal öfters gerne hinten rumspielen. Und Irländer, die eigentlich nur auf Kontern waren und jetzt hier wieder den Ball verlieren. So war es eigentlich genau in der ersten Halbzeit. Ja. Die ersten 10, 15 Minuten der zweiten Halbzeit haben ein bisschen Hoffnung gemacht. Da wurde Irland stärker. Ja, aber nach dem 1-0 ging bei Irland auch fast nichts mehr. Es kam nochmal eine Chance oder ein Konter. Und danach war wirklich nur noch Österreich am Spielen. Und so wirklich Chancen konnten die sich nicht erarbeiten. Jetzt vielleicht dritte Minute. Ja. Eine Chance gibt es noch. Es ist noch eine Minute zu spielen. Arnautovic. Arnautovic. Und das war's. Irland gewinnt aus meiner Sicht ein bisschen überraschend, weil Österreich mehr für das Spiel gemacht hat. Irland hatte da 15 Minuten eine richtig gute Phase, nämlich die ersten nach der Halbzeit. Das war die beste Phase überhaupt im Spiel, finde ich. Also diese 15 Minuten waren wirklich die beste Phase im ganzen Spiel, aus meiner Sicht. Ja, wir hatten einen Schuss aufs Tor und einen Schuss, das ist das Tor. Ja. Wie gesagt, Österreich war in der zweiten Halbzeit nochmal einen Ticken besser als in der ersten insgesamt, aber trotzdem am Ende reicht es, dieser eine Schuss, um den Sieg durch McLean für Irland zu bestreiten, nee, zu holen. Ah, hier sieht man jetzt die Spieltage. Ich wollte sagen noch. So, nächstes Spiel ist somit dann Frankreich gegen Polen. Da müssen wir mit Frankreich spielen. Ich kann immer nur mit den Heimteams spielen. Heißt, ich kann euch jetzt schon sagen, ich spiele mit Frankreich, Albanien, Italien, Wales, Spanien und Nordirland werde ich noch spielen. Und wie der zweite Spieltag aussieht, sieht man hier noch gar nicht. Es sind jetzt noch 2, 4, 6 Spiele, bis der erste Spieltag um ist. Und somit sage ich dann, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.